meine Freunde, ich bin's wieder, Cooper der Wolf. Au! Und ich begrüße euch wieder herzlich auf meinem Kanal f.coopergaming.tv. Ja, und einem weiteren Part, The Witcher 3. Jo, wir, ja, wollen uns jetzt weiter in das nächste Dorf bewegen. Gucken wir doch mal oben auf die Karte. Ja, ich hoffe, euch hat das erste Video gefallen. Ja, ich weiß, heute ist erst Samstag, aber ich wollte so unbedingt weiterspielen, dass ich schon mal ein bisschen nachsetzen musste, ne? So, warte mal. Nähere dich einem Pferd und drücke A, um aufzusteigen. Okay, wo ist denn mein Pferd? Da hinten ist mein Pferd. Gut. Und dann A drücken. Habe ich dir von dem Zauberer erzählt, der ständig davon geredet hat, wie nützlich sie doch sind? Okay. Hexer sind meist unterwegs und erledigen Aufträge. Sie ziehen durch tiefe Täler und hohe Berggipfel und durch modrige Sümpfe. Zum Glück kann Geralt sich unterwegs stets auf sein Pferd verlassen. Drücke zweimal L, um Flöte zu rufen. Okay. Weil man aus ihrem Blut Tränke brauen kann? Nein, weil sie Leichen fressen und damit Epidemien verhindern. Wusste er, dass sie auch lebendige Menschen fressen? Nein, halte er war bestürzt. Und so es widersprach seiner Theorie. Mach langsam. Hey. Okay, gut. Also ich muss sagen, das Reiten geht hier eigentlich sehr gut. Ja, so, dann wollen wir mal. Also wir folgen ihm jetzt mal. Drücke in der Bewegung A und halte es gedrückt, um zu galoppieren. Okay. Dann wollen wir mal galoppieren. Läuft nicht gerade zu unserem Vorteil. Haben wir denn eine Seite? Die nördlichen Königreiche. Radovitzreich meinst du? Temerien und Adam gibt es nicht mehr. Radovid hat versprochen, die alten Grenzen wiederherzustellen, sobald er den Krieg gewonnen hat. Und das glaubst du? Irgendwas muss man glauben. Das hält einen aufrecht. Ja, manchmal ist das wirklich so, ne? Auch in unserem Leben, in der wahren Welt. Aber gut, okay. Also so galoppieren wir jetzt. Dann sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Wo müssen wir denn hin? Au! Langsam. Okay. Was kommt jetzt? Gehen wir? Jo. Hilfe! Hilfe! Was ist denn da passiert? Ui, was ist das denn? Eine Chimäre? Ein wilder Löwe? Das sieht aus wie eine Chimäre. Das war knapp. Ups. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück Hoppla, jetzt habe ich versehentlich übersprungen. Nein, das wollte ich gar nicht. Gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Ein Messen Greif. Sie bei lebendigem okay. Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Du schuldest uns nichts. Wir sind Nährhafte. Du schuldest uns nichts. Du warst in Not. Wir haben geholfen. Und da heißt es, Hexer wären herzlos und dass sie ohne Bezahlung keinen Finger krumm machen. Es heißt auch, Mäuse entstünden aus faulendem Stroh. Zurück zur Spur. Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Ja, eine Frau. Eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Dann sollten wir da wohl mal hingehen. Außerdem, die Wirtin ist meine Cousine. Sagt ihr, dass Bram euch schickt. Sie wird euch wie ein Familienmitglied behandeln. Keine schlechte Idee. Zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Ah, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht schön kühl.
direkt aus dem Keller. Gehen wir. Okay. Dann wollen wir mal rauf hier. Zack. So, wo reitet er jetzt hin? Da. Dann wollen wir mal hinterher. Halt! Also, okay, ohne zu lenken, dann lenkt er automatisch. Ah, wenn man A drückt. Das habe ich auch gedacht. Gut zu wissen. Oder in den Bergen, klar. Aber hier? Und auch noch bei der Hauptstraße? Vielleicht liegt es am Krieg. Alles voller Leichen, Blutgestank, verbranntes Fleisch. Das kann die Monster irre machen. Die Menschen auch. Du näherst dich einem Dorf. Störe dessen Frieden nicht. Denke daran. Wachen tolerieren Diebstahl nicht und sehen es auch nicht gerne, wenn du andere übermäßig belästigst. Oft werden von den Einwohnern Anschlagbretter in Siedlungen wie Dörfern und Städten aufgestellt. Diese Anschlagbretter sind auf deiner Karte mit diesem Symbol markiert. Wirf einen Blick auf sie, um dich über Aufträge, Hexearbeit und lokale Ereignisse zu informieren. Okay. In Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Wir sollten verschwinden, sobald wir etwas erfahren haben. Wir sollten noch nicht die Leute unbedingt über den Haufen reiten. Ja, dann rennen wir doch nicht vors Pferd. Also dafür konnte ich jetzt aber wirklich nichts. Ich habe schon versucht auszuweichen. Also wirklich. Okay. So, jetzt sind wir in der Taverne. Auch unhöfliches Kerlchen, so. Wirklich. Manieren sollte man denen mal beibringen. Was? Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Du kannst mich mal. Uiuiui, das sieht nach Ärger aus. Das gibt Streit. Solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. Ach, das sieht doch nach Ärger aus. Das sieht doch nach Ärger aus. Das sehe ich jetzt schon. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Er hat deinen Verwandten Brahm angegriffen. Brahm? Wie geht es ihm? Er lebt. Lässt dich grüßen. Werte Hexer, Essen und Trinken gehen aufs Haus. Was kann ich euch bringen? Ja, was? Wir suchen eine Frau, ne? Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, veilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und, es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeeren. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. So, durch Dialogoption mit wird das Gespräch beendet. Okay, was wollen wir denn als nächstes?
ganz schön was los hier. Hier ist ja richtig was los. Das ganze Land ist unterwegs. Suchen nach Verwandten oder nach Schutz vor den Armeen. Essen, Trinken und ein warmes Nachtlager brauchen sie alle. Dann ist der Krieg bisher gut für dein Geschäft? Bisher schon. Frieden wäre mir trotzdem lieber. In diesen Zeiten weiß man nie, was einen am nächsten Tag erwartet. Das ist wohl wahr. So. Ganz schön was los. Hier hatten wir schon. Okay. Dann beenden wir mal. Für alles. Meister Hexer! Wärt ihr gewillt, den Greif zu töten? Das Biest ist eine Landplage. Okay. Zuerst hat er nur Vieh gerissen, aber jetzt bevorzugt er Menschen. Wir trauen uns kaum noch raus. Wenn uns jemand bezahlt, sagen wir nicht nein. Aber wer soll uns bezahlen? Ich glaube nicht, dass sie genug Geld hat dafür. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So tatterig bin ich noch nicht. Dann frage ich nach Yennefer. Aber denk dran, besser keine Aufmerksamkeit erregen. Ob ich das hinkriege? Hast du gehört? Die Schwarzen vermessen die Felder. Lass sie doch, solange sie nicht die Ernte verbrennen. Oh, Drommle, Drommle. Du bist dümmer als ein Hahn ohne... Ich suche jemanden. Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen, Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Bei Optionen, die mit markiert sind, setzt du das Axi-Zeichen ein, das andere beeinflusst und ihnen deinen Willen aufzwingt. Um besonders widerspenstige Personen zu verhexen, die Axi sonst möglicherweise widerstehen können, investiere in die Fähigkeit Täuschung im Charakterfenster. Okay. Rede sofort. Eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung. Habt ihr die gesehen? Redet. Sie ist angeblich vor ein paar Tagen durchs Dorf galoppiert. So schnell, dass sie Radobor in den Graben geritten hat. Wo ist sie hin? Weiß nicht. Viele Spuren führen weg von der Hauptstraße. Sie kann überall hingeritten sein. Okay. Verdammt, Leute! Der Mutant kapert Mieszkos Verstand! Und deine Zunge nehme ich auch gleich, wenn du nicht still bist. Genau, sei ruhig! Okay. Das sind doch besonders gekennzeichnet. Es gibt vier Farben. Sollte ich mit denen auch noch mal reden? Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Ja, so ist das ja auch. Hast du kurz Zeit? Warum nicht? Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Gerald von Riva, ausgebildeter Hexer. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Reiterin des Krieges? Wer soll das sein? Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen, nicht für Märchen. Was machst du hier? Hier würde ich keinen Gelehrten erwarten. Du fliehst wohl vor dem Krieg. Ganz im Gegenteil. Ich bin hinter ihm her. Ich will zur Front. Lebensmüde. Ich suche Wissen.
Das ist mir wichtiger als das Leben selbst. Diesen Durst kann kein verstaubter alter Foliant stillen. Ich will die Invasion Nilfgaards mit eigenen Augen sehen, sie verstehen und in meiner Chronik aufzeichnen, meinem Hauptwerk. Okay. Hör auf meinen Rat und geh wieder an deine Bücher, solange du noch kannst. Krieg ist kein Spiel. Keine Fakultätstreffen, keine Vollprofessur, keine Fußnoten. Der erstbeste Soldat wird dich töten. Warum sollte er? Gelehrte haben auf dem Schlachtfeld nicht zu suchen. Das interessiert ihn aber nicht. Wie bitte? Er tötet dich wegen deiner Stiefel. So. Hat der Krieg Novigrad schon erreicht? Nein, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nilfgaard steht am einen Ufer, Redanien am anderen. Gierig, okay, wie Hunde über einem Knochen sabbernd. An dem Knochen hat sich schon mancher Herrscher verschluckt. Stimmt. Wir schätzen unsere Freiheit in Novigrad und wissen, wie wir für sie kämpfen. Vor allem die Gelehrten. Das Schwert ist nicht die einzige Waffe. Vergiss nicht, dass es Architekten aus unserer Akademie waren, die die Stadtmauern entworfen haben. Und noch keine Kriegsmaschine hat sie zerstören können. Dann würde ich sagen, haben wir hier alles soweit? Ich muss los. Bis dann. Warte mal, Hexer. Okay. Du bist doch ein Mann von Welt. Spielst du vielleicht Gwind? Nein. Hab auch keine Zeit, es zu lernen. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Durch Optionen, die mit Karten markiert sind, wird dein Gewinnpartie gestartet. Nein, danke. Ich habe noch was zu erledigen. Schade. Ich würde ja mit den Leuten hier spielen, aber da die nicht mal bis 10 zählen können, bleiben die Regeln ein Rätsel für sie. Na schön, wenn okay, du dir überlegst, ich bin hier. Ja. Gut, das weiß ich denn auch. Aber jetzt will ich erstmal mich weiter umhören. Vielleicht erfahre ich bei dem da noch was. Na? Ich suche eine Frau. Wie jeder. Wusste ich doch. Und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Okay. Gut, ich trinke was. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Jennifer von Wengerberg? Wow. Ich glaube, wir haben den richtigen gefunden. Ihren Namen habe ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Also weißt du, wer sie ist. Habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Woher kennst du Jennifer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt? Auf Geralt von Riva selbst. Den Schlechter von Blaviken. Ey, der scheint aber ganz schön viel zu wissen. Du weißt, und kennst du mich auch aus Meister Rittersporns Balladen? Weißt du, wer ich bin? Auf deine Gesundheit. Okay, hast wo du ist Jennifer? Gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um die Liebe? Das geht dich nichts an. Geht dich nichts an. Ja, ich als Vagabund verdiene keine Erklärung. Das hat damit nichts zu tun. Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Jennifer war. Wer hätte ahnen können? Komm zum Punkt. Ein nilfgaardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davon geprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison.
Das heißt, wir müssen jetzt wohl zu Garnison. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten. Und du bist in der Nähe und kannst helfen. Flieder und Stachelbeeren. Wo ist denn jetzt... Ach, da hinten um die Ecke waren wir, ne? Ich mein... Ja, da ist er ja. Ja? Was ist denn, Wolf? Weißt du, dass es schon ein halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Borune gejagt haben? Ja, obwohl es nicht nur ein Bies war. Wie hieß der Bastard? Drugan? Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher. Monster waren böse, Menschen gut. Jetzt ist alles durcheinander. So war das schon immer. Du hast es nur vergessen. Ha, du musst gerade auf meinem Alter herumreiten. Du bist selbst schon fast 100. Oh. Bis später, Wesemir. Okay, zu Wesemir mussten wir nicht. Wo müssen wir denn jetzt hin? Okay, der Weg wird uns angezeigt. Ah, Hilfe. Da wollte ich nicht lang. Dann müssen wir hier raus. Okay. Ach, ich sagte doch, hier gibt's noch Ärger. Dann verpiss dich! Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Drei gegen ein. Holla, seid ihr tapfer. Ich wäre sowieso nicht lange geblieben. Vielleicht nicht. Vielleicht bleibst du aber auch für immer. Unter der Erde. Och, jetzt geht mir doch nicht auf den Senkel. Nicht nachlassen! Was zum Teufel? War nett, euch zu treffen. So. Kurz mal erledigt, kurz einen Prozess gemacht. Kann ich die auch noch ausrauben? Nee, fährt wollte ich jetzt gerade nicht. Och, Mano, ich kann die nicht ausrauben? Na, schade. Okay. Dann holen wir jetzt mal mein Pferdchen. Ey. Hallo, mein Pferdchen, wo bist du? Ach, das bist du. Ey, stehen bleiben. So, ich will auf mein Pferdchen. Komm. Hier rum. Dein Spielstand wird automatisch gespeichert, wenn du bestimmte Meilensteine in der Geschichte erreichst. Denke jedoch daran, deinen Fortschritt außerdem oft genug manuell zu speichern. Die Hexenwelt ist voller Raubtiere, blutgieriger Bestien, Banditen und sonstiger Gefahren. Okay. Wieso aua? So irgendwie... Oh. Schneller. Hier lang muss ich? Okay, dann muss ich jetzt hier lang? Los, los. So, dann... Reite ich mal wieder automatisch. Ey, die Welt sieht echt geil aus. Das ist echt faszinierend. Ich hoffe, ich komme so auch zu meinem Ziel und reite nicht zu viele Leute um. Ja, sieht bis jetzt gut aus. Und wo geht's jetzt hin? Langsam. Irgendwie glaube ich, ich reite gerade verkehrt. Wenn ich der Karte richtig folge, ist das nicht der Weg. Halt! Okay, ich muss hier lang.
Also zumindest zeigen die Punkte oben auf der Karte dahin. Ich weiß nicht, was die Punkte sonst bedeuten sollen. Also ich denke, dass das der Weg zu meinem Ziel ist. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Halt! Nee, ich will hier rum. Hey, hier hoch. Langsamer. Oh, Mann, Mann, Mann. Ist alles gar nicht so einfach, den Weg zu... Wo soll ich denn hier lang jetzt? Jetzt schickt er mich damit einmal in die Walachei. Also. Mach langsam. Okay, wo schicken die mich denn hin? Hätten die mich nicht gleich auf den richtigen Weg schicken können? Ja. So, da haben wir noch mehr. Ups. Hey, sag mal. So reiten mir die Wachen im Weg. Die sollte ich vielleicht nicht unbedingt über den Haufen reiten. Oha, Plätze. Komm schon, Plätze. So. Wir gehen mal hier lang. Oh, Wölfe. Wölfe, Wölfe, Wölfe. Mit denen will ich mich aber jetzt alleine nicht anlegen. Ich will ab in die Ortschaft. So. Wo geht's denn hier jetzt lang? Mach langsam. So, dann scheine ich hier ja schon am richtigen Ort zu sein. Ja, wie steige ich eigentlich nochmal ab? Auch auf A? Nee, hey. Huch, ich wollte das Schwert wegstecken. Ah. Oh nein, was habe ich denn jetzt angestellt? Ich habe ihr Feinde gemacht. Nein. Und alles nur, weil ich einen falschen Knopf gedrückt habe. Weil ich mal wieder nicht gewusst habe, was ich da drücken will gerade. Mann. So. Oh, Mann. War nett, euch zu treffen. Okay, jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Ja. Verdammt. Das... So. Ich würde sagen, ich beende den Part jetzt hier auch erstmal. Ich habe es eben erstmal voll versemmelt, weil natürlich musste ich einen falschen Knopf drücken und angreifen. Aber naja, was soll's. Ich hoffe, euch hat der Part trotzdem gefallen. Im nächsten Part werden wir uns denn dahin begeben und diesmal alles auf vernünftige Art und Weise regeln. Und dann werden wir mal gucken, ob der gute Herr uns da weiterhelfen kann, unsere liebe Freundin zu finden. Wenn euch der Part natürlich gefallen hat, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben da zu lassen. Liked das Video. Schreibt mir auch gerne was unten in die Kommentare. Würde ich mich sehr drüber freuen. Außerdem, wenn ihr es noch nicht getan habt, kitzelt oben links gleich noch den Wolf. Lasst mir ein Abo da. Aktiviert auch gerne die Glocke. Ist vollkommen kostenlos. Und ihr verpasst auch kein Video mehr. So, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Schaut auch nochmal bei meinen anderen Videos, die ich verlinkt habe, vorbei. Und... ja, bis zum nächsten Mal, also bis morgen. Ciao, ciao. Bis dahin, alles Gute, wünscht euch euer Cooper, der Wolf. Au. Bye, bye.